Gebäck. Plätzchen und Lebkuchen gehören in der Weihnachtszeit für viele Menschen zu den Grundnahrungsmitteln. Viele dieser Leckereien sind neue Kreationen. Andere haben eine richtig lange Geschichte. Welche Naschereien gehört wohl zu den ältesten? Gebäck speziell für die Weihnachtszeit gibt es schon seit dem Mittelalter. Historiker vermuten, dass die ersten Rezepte in den Klöstern entstanden, darunter auch die für Lebkuchen und Stollen. Da die Zutaten für diese Leckereien, wie Zucker und Gewürze, damals für die meisten Menschen kaum zu bezahlen waren, könnte das Gebäck zur Weihnachtszeit als milde Gabe in der Bevölkerung verteilt worden sein. Der Christstollen wurde 1329 erstmals in einer Chronik erwähnt. Und bereits 1358 gab es in Frankfurt am Main eine eigene Zunft, der Lebkuchenbäcker. In den Familien wurde es vermutlich erst Mitte des 19. Jahrhunderts Tradition, im Dezember süße Leckereien zu backen. Damals kam die englische Teekultur mit Gebäck zum Getränk auch in Deutschland in Mode. Zur Weihnachtszeit wollte man die süßen Begleiter zu Tee oder Kaffee dann einfach noch ein wenig verfeinern.